Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Bitwig Tutorial. In dieser Folge geht es um die Drum Machine. Was das genau ist und was ihr damit machen könnt, das erzähle ich euch jetzt. Aber legen wir doch erstmal los. So, ich habe hier ein bisschen was vorbereitet und ihr seht in der ersten Spur eine Drum Machine. Und gehen wir jetzt einfach mal so rund um die Drum Machine hier rum. Links oben ein Ausschaltknopf, darunter dieses Ordnersymbol ist für die Presets der Drum Machine, wenn ich da drauf klicke, was ich da gerade gemacht habe. Dann laden sich hier in dem Browser die Presets und die sind gekennzeichnet mit so einem grünen runden, mit so einer grünen runden Drum Machine. Und da kann ich jetzt durchscrollen, mir eine aussuchen. Machen wir jetzt aber erstmal noch nicht. Dann ist hier der Name der Drum Machine, die standardmäßig Drum Machine heißt. Und wenn ich in den Inspektor gehe, könnte ich hier jetzt so meinen eigenen Namen geben. Und zum Beispiel Sonnenblümchen. So, dann heißt meine Drum Machine Sonnenblümchen. Ich mache den Inspektor wieder zu. Darunter habe ich ein Symbol für die Returns. Und wenn ich da draufklicke, klappt sich hier ein neues Fenster auf. Oder ein neuer Bereich in der Drum Machine und ich lasse es gerade mal auf. Darunter habe ich wieder die Fernsteuerung, die ist standardmäßig der Output hier verbunden, hier hinten. Mit dem Doppelklick wird das alles wieder auf Standard zurückgesetzt. Mit dem Modulator-Knopf sehe ich natürlich hier wieder die Modulatoren. Dann habe ich hier einen Knopf, der heißt Follow Plate Notes. Das erkläre ich gleich, was das bedeutet. Und ich habe hier noch in dieser Spalte eine riesige Übersicht von den verschiedenen Drum Pads, die hier rechts nebendran angezeigt werden. Das heißt, ich habe hier immer 4x4 Drum Pads hier drin. Und da sehe ich dann auch immer mit der weißen Umrandung, welche Drum Pads gerade ausgewählt sind. So, ich habe jetzt gerade erzählt, dass dieser Knopf, der Follow Plate Note heißt, und wenn ich den anklicke, dann folgt er auch tatsächlich den gespielten Noten. Und ich habe jetzt an meinem MIDI-Controller, das ist ein Push 2, habe ich jetzt zum Beispiel eine normale normales Drum-Layout geladen. Und wenn ich das geladen habe, dann wird mir der Bereich, den ich auf den Pads angezeigt bekomme, den ich spielen kann, hier so ein bisschen, was ist das, bläulich-türkis markiert. Nehme ich zum Beispiel jetzt ein anderes Drum-Layout, wo ich alle 64 Pads bespielen kann, dann geht die Markierung hier so komplett hoch. Das heißt, ich sehe hier auf der Drum Machine die Markierung, welche Pads ich tatsächlich spielen kann. So, und hier ist dieses Play Notes jetzt an und wenn ich hier jetzt so spiele, seht ihr, wie die Pads hier aufleuchten und je nachdem, wie stark ich auf die Pads drauf drücke, weil die Push Anschlaglautstärke besitzt, das heißt Velocity, wird die Markierung etwas intensiver orange oder weniger intensiver orange. Ich stelle jetzt einfach mal wieder drauf, dass ich hier volle Power bekomme. Und je weiter ich hoch hier jetzt gehe, das sieht man da auch hier auf der linken Seite hier, geht auch entsprechend die Markierung, beziehungsweise sehe ich auch in dem kleinen nochmal die Markierung, welche Pads gedrückt sind. So, gehe ich jetzt außerhalb dieses Bereiches, dann zieht die weiße Markierung nach. Und das ist genau, was dieser Knopf macht. Das heißt, je weiter hoch ich gehe oder je weiter runter ich gehe, diese Markierung springt immer mit, sodass ich hier auf meinen Drumpads auch immer die entsprechende Note, die ich spiele, sehe. Und wenn ich das nicht angeklickt habe und ich habe das standardmäßig hier unten, ich spiele hier oben irgendwo, sehe ich zwar auf dem linken Bereich, dass ich da ganz woanders gerade spiele, aber auf dem eigentlichen Drumpad an sich sehe ich dann das nicht. Und wenn ich das halt einfach möchte, muss ich das hier anklicken. So, diese Drumpads, das ist quasi ein Überbleibsel, sage ich jetzt mal, oder eine Anlehnung an, ich zeige das jetzt gerade mal, an eine
an eine echte Drum Machine, die MPC 60 von Roger Lynn designed. Und da sieht man schon an diesem Kassenautomaten diesen Drumpad in Grau. Und das ist eben quasi die Analogie dazu. Die waren auch relativ recht bekannte Geräte in den 80ern, Mitte, Ende 80er Jahre, glaube ich. Hatte Roger Lynn das zusammen mit Arkay designt. Und diese Drum Pads, Machines, die sehen wir heute immer noch in dieser, da war nochmal die Intro-Musik, in dieser Anordnung. So, ich gehe jetzt einfach mal über auf ein bereits geladenes Kit, was ich hier habe. Und da sieht man auch schon, welche Pads belegt sind, nämlich die hier. Und wenn ich jetzt auf so ein Pad draufklicke, dann höre ich natürlich auch, was da draufgelegt ist. Bei den meisten Drumpads steckt da immer, wenn ich das jetzt hier einmal anklicke, steckt da so ein Sampler dahinter. Das heißt, ich habe einen kompletten Sampler da, an dem ich auch alle möglichen Operationen durchführen kann. Ich kann auch dann, wenn ich hier die Kick habe, könnte ich die jetzt irgendwie vorwärts, rückwärts loopen. Wenn ich drauf bleibe, und entsprechend kann ich das auch, bin ich jetzt hier richtig? Genau, Reverse spielen. Oder kann die Play, Cursor und so weiter. Aber da seht ihr euch dann einfach das entsprechende Sampler-Tutorial an. Natürlich, weil es ein Sampler ist, habe ich auch meine ganzen Container hinten dran. Ich habe die ADSR-Kurve und ich kann hier auch wieder umstellen in Shot-Modus. Das heißt, wenn ich, so, ich sollte das vielleicht wieder normal umstellen. Wenn ich da drauf gehe und einmal nur kurz das Pad antippe, dann wird das komplette Sample durchgespielt, bin ich im AHDSR-Modus und das Sample ist kurz genug, kann ich dann eigentlich, die Release-Zeit ist komplett aufgedreht, kann ich das hier nochmal ändern? Nein. Aber, ach hier wahrscheinlich irgendwo Attack Release, genau. Das ist jetzt ein sehr kurzer Sound, das war jetzt vielleicht blöde, dass ich den genommen habe. Aber, und ich müsste dann, wenn ich die Release-Zeit runterstelle, der Knopf ist mit allen Parametern hier versehen. Das heißt, ich habe hier eine Fernsteuerung drin und kann dann einfach sagen, okay, das Sample ist dann so und so kurz. Ich hätte jetzt an der Stelle einfach gesagt, statt diese Geschichte, die bestimmt auch ihre Vorteile hat, wenn man das so macht, hätte ich jetzt einen Shot genommen oder eben gesagt, okay, für so Lo-Fi-Drum Machine-Geschichten, wo ich dann Samples nur teilweise spiele oder anspiele, solange ich nur auf die Taste drücke, wäre das eine sinnvolle Angelegenheit. Aber die Drum Machine wurde so designt und dann nehmen wir das einfach mal so hin, bevor ich jetzt hier noch länger rumlamentiere. Das heißt, ich klicke hier drauf. Und bekomme dann die Anzeige, genauso wenn ich das hier mal ausschalte, wenn ich auf die Snare gehe und kann dann eben hin und her wechseln. Ich kann hier unten auch nochmal, kann ich sie abspielen. Und auf Solo stellen, wenn die ganze Drum Machine spielt oder entsprechend auch muten. Ich habe hier auf der rechten Seite das Mixer-Panel für das entsprechende Pad. Das heißt, hier oben habe ich das Panning im Stereofeld. Dann habe ich die Lautstärke hier. Wieder Solo, wieder Mute. Und das ist es dann für das entsprechende Pad an sich. So, jetzt habe ich noch die Möglichkeit, wenn ich so eine Drum Machine habe, dass ich mir das Mixer-Panel einblende.
Und dann nehme ich jetzt nicht das hier, sondern ich wechsle jetzt mit der Tabulator-Taste auf die vertikale Mixer-Ansicht, auf die Clip-Launcher-Ansicht. Schalte mal hier unten das Device-Fenster aus, sodass ich mehr Platz habe. Die Clips interessieren mich gerade nicht, deshalb schalte ich sie hier rechts weg, hier auf der Seite. Und jetzt kann ich für meine Drum Machine kann ich den Mixer komplett aufklappen. Das heißt, ich habe jetzt jedes einzelne Sample, sehe ich hier in dem Mixer nochmal drin und habe eine schöne Übersicht, wo ich auch dann entsprechend Mixereinstellungen vornehmen kann. Hier oben habe ich die Send Effects für, wenn ich hier umschalte, hier ist mein Effekt. Ich kann da ja mal was reinladen, damit da was drin steht. Nehmen wir mal den Delay 4, schalte wieder um. Und dann steht hier auch Date Delay 4. Das heißt, ich kann dann in meiner Drum Machine einfach hingehen, sagen, den schicke ich in ein Delay 4, der jetzt nicht wirklich konfiguriert ist. Beziehungsweise das war die Kick. Also hier hat man eine schöne Übersicht über mit dem Mixer zusammen und da kommen wir im Anschluss nochmal dahin. Oder ja, würde ich mal sagen. So, und jetzt hatten wir ja noch, wenn ich das hier mal wieder auf so normal klicke, die Returns. Und die Returns sind nichts anderes. Man sieht es hier an dem Symbol, als eben auch hier so Effekt-Tracks, nur direkt in der Drum Machine drin. Und ich kann zwar Effekte, zum Beispiel wie hier hinten in dem Effekts-Container hinpacken. Hier ist ein EQ drin. Dann haben wir, was haben wir dann? Filter drin und noch jede Menge weitere andere Geschichten. Noch ein Reverb ist hier mit angegeben und so weiter, so wie diese Drum Machine designt worden ist. Allerdings sind diese Effekte in diesem Effekt-Container gelten für alle Pads, die hier definiert wurden. Und manchmal möchte man einfach so bestimmte Unterschiede machen, so dass jetzt zum Beispiel die Kick ziemlich trocken rüberkommt, die Snare so ein bisschen einen Hall hat und die Hi-Hat zum Beispiel noch einen Delay irgendwie reinbekommt. Und hier kann ich in die Returns zum Beispiel hier auch nochmal einen Reverb reintun. Ich kann hier nochmal einen Delay reintun. Nehmen wir mal einen Delay 1. So, und jetzt kann ich, wenn ich zurück auf die Mixer-Übersicht gehe und mein Deep House-Skript aufmache, kann ich für jedes einzelne Pad, was ich hier habe, für jedes eigene Percussion-Instrument, kann ich die entsprechenden Effekte reindrehen. Aber zum Beispiel für mein Snare immer noch einen ganz trockenen Effekt. Oder, Moment, das ist die komplette. Das wäre mein Delay 1. Oder ich drehe hier um, mache bei der Kick einen Delay rein und bei der Snare einen Reverb. Und das kann ich jetzt jedes weitere Element für jedes weitere Pad einstellen. Das heißt, ich habe in der hoch, wo ist mein Instrument? Okay. Für jedes einzelne Pad kann ich hier entsprechende Einstellungen in den Effektparametern machen. Das Schöne ist halt einfach, hier kann ich das pro Pad machen, im FX-Container, im Effekte-Container mache ich das für die gesamte Drum Machine. Ich könnte aber auch für die gesamte Drum Machine das hier über diese Send-Kanäle machen. Das Schöne an diesen Return- oder Send-Kanälen innerhalb der Drum Machine ist, wenn ich das jetzt als Rechtsklick hier drauf als Preset to Library speichere, sind sämtliche Effekteinstellungen, die ich an der Drum Machine bzw. an den einzelnen Pads vorgenommen habe, mitgespeichert. Das heißt, ich bin hier wahnsinnig flexibel und kann
Beispiel Percussions kann ich hier mit ganz speziellen Effekten versehen oder halt mir einen Raum zusammenbauen, wo ich sage, okay, ich habe verschiedene Samples, und die Kick kam halt schon so ein bisschen nicht mehr ganz so trocken, nicht mehr ganz so dry hier an aus meinem Sample Pack. Aber dafür habe ich eine Snare, die extrem trocken ist, und jetzt kann ich der Snare ein bisschen Raum mitgeben, das so, dass ich es der Kick anpassen kann und kann halt so mein perfektes Sample Pack oder meine perfekte Drum Machine zusammenbauen, die auch perfekt klingt. So, und jetzt haben wir zum Beispiel noch eine Geschichte. Habe ich erst vor kurzem gelernt, wusste ich nicht, eigentlich total simpel. Ich kann meine Drum Machine, ich gehe mal auf unser Sonnenblümchen, meine Drum Machine, da könnte ich jetzt einfach zum Beispiel auch einen Sample reinladen. Machen wir das mal. Einfach mal hier eine Kick. Ups, eine Kick. Und ja, nehmen wir die Dusch. So, und dann lade ich hier meine Kick rein. Dadurch, dass ich auf das Plus geklickt habe, das war jetzt ein bisschen schnell. Und dann habe ich den Sampler hier hinten dran. Und kann dann, ich schalte mal um auf meine normale. So, kann dann meine Kick hier abspielen. Achso, ich habe irgendwo, glaube ich, noch einen Reverb drinne oder so. Nee, ich bin auf der falschen Drum Machine. So. Die klang ja schon mal. So, und hier habe ich zum Beispiel jetzt auch keine Fernsteuerung eingebaut für die ADSR-Kurve hinten. Das heißt, wenn ich nur ganz kurz auf das Pad schlage, wird nicht das komplette Sample abgespielt. Wenn ich lange drauf bleibe, wird es abgespielt. So. So, was ich jetzt eigentlich zeigen wollte, so, ich kann hier einen Sample reinladen, aber ich kann auch zum Beispiel nicht nur einen Sample reinladen, sondern einfach Devices reinladen. So, jetzt habe ich hier schon Kick stehen und kann mir jetzt einfach die Bitwig E-Kick reinladen und habe jetzt hier meine E-Kick. So. Und ich kann auch ganz wirre Sachen hier machen. Ich kann hier auch einen Polysynth reinladen, wenn ich zum Beispiel mit meinem Polysynth ein Percussion-Instrument oder was auch immer gebaut habe. Jetzt hier mal schnell irgendwas zusammen. Dann Sub ein bisschen rein. Da machen wir Mix. Hier mit dem Return mal noch einen schönen Reverb rein. So, und sagt dann riesiger Hall so, mit Late Night Reverb. Und das ist richtig breit gemacht. Und in meinem Sonnenblümchen machen wir den Deep House hier zu. In meinem Sonnenblümchen sage ich bei dem Polysynth. Hier habe ich den Reverb, mache ich so richtig Reverb rein. Oder so richtig. So, und kann den dann in diesem Reverb drin speichern. Ich kann auch bestimmt alles Mögliche reinbauen. Ups, hier die Orgel. Oder ein anderes VST, wie zum Beispiel den Surge. Mit irgendwie einem Patch. Ups, da zu schnell. Und kann hier quasi meine komplette Drum Machine, Machine Drum bespielen. So. Das hatte ich nur reingezogen, um nochmal diese Markierung hier zu zeigen. Wenn ich jetzt hier auf meine Drum 64 gehe und auch die richtige Drum Machine hier auswähle. Und hier auch das Verfolgen anmache.
So, hier ist jetzt nichts mehr gespeichert, aber hier die ersten zwei Drum Pads, sage ich jetzt mal so, die Drum Pad Regionen. So, und dann, was man natürlich auch nochmal kurz ansprechen muss, da könnte man aber nochmal ein komplett eigenes Tutorial machen, ist die Geschichte, wenn ich ein Drum Loop habe. Mal weg, spiele den mal ab. Und ich möchte den jetzt in eine Drum Machine haben. Das heißt, die einzelnen Samples möchte ich einfach in der Drum Machine haben. Jetzt kann ich das einzeln ausschneiden und einzeln in die Samples in so eine Drum Machine rein kopieren oder reinziehen. Ich kann aber auch hingehen und einen Rechtsklick machen und sagen Slice to Drum Machine. Und wenn ich das mache, kommt ein zusätzliches Fenster. Dann habe ich so die üblichen Optionen von dem Audio Bounce, also hier Bounce and Slice hier oben drüber. Mit Pre-FX, Pre-Fader, Post-Fader oder Custom-Einstellungen, wie viele Bit-Tiefe er bouncen soll. Und der wichtige Part ist hier unten Slice-Add. Und hier kann ich sagen, okay, mach mir Achtelnoten, also das heißt, schneide mir das Sample, den Clip nach Achtelnoten, aber nicht mehr als 128. Und diese Kombination sagt mir dann, okay, das ergibt dann 32 Slices. Und ich könnte jetzt hier noch runtergehen, sage ja, nee, mach Viertelnoten draus und sagt da 16 Slicer. Und es orientiert sich jetzt natürlich an der Gesamtlänge des Clips, der hier 4 Takte lang ist. Im Hintergrund sehe ich das. So. Und sagen wir mal, Viertel ist ein bisschen langer. Machen wir Achtelnoten. Und was ich jetzt noch machen kann, hier ganz oben steht jetzt Slice Raw. So, ein Slice Raw ist nichts anderes, als er genau dieses Sample nimmt. Und ich habe jetzt nur noch diese Auswahl, ein Achtelnoten. Und er zerteilt das Sample jetzt einfach nur. Er bounced es jetzt nicht nochmal neu. Und ich habe auch gar nicht die Auswahlmöglichkeiten, wie ich hier bei Bounce and Slice habe mit Pre-FX. Also das heißt, es werden überhaupt gar keine Effekte, die ich unter Umständen unten in der Effekt-Chain angegeben habe, beachtet, sondern ich mache einfach nur Slice Raw, das ist dann nur der Audioclip, so wie er lebt und lebt und wie ich ihn reingezogen habe, sage dann, okay, in Achtelnoten zum Beispiel maximal 128 Clips, damit ich hier nicht eine unendliche Drum Machine bekomme, und unten sagt er mir dann, this will create 32 Slices. So, machen wir aber jetzt hier schön mit Bounce and Slice, das wird wahrscheinlich fast jeder machen, auf OK. So, und dann habe ich hier eine neue Drum Machine angelegt bekommen. Hier hat er mir gleich nochmal so einen Track dazu gepackt, wo ich mir dieses Sample quasi nochmal anhören kann. So, das ist das Sample gewesen. Und ich kann ja zum Vergleich. Das ist das Original gewesen. Und was ich jetzt natürlich auf der Drum Machine machen kann, ich kann natürlich mit dem Sample spielen. Ich habe jetzt immer auf der oberen Kante gespielt, weil ich hier dieses Follow Played Note einschalte und dann springt er immer nur eine Zeile weiter nach oben. So, und ich habe jetzt halt einfach nach Achteln getrennt, habe ich jetzt die verschiedenen Samples gelegt. Und das sehe ich jetzt auch mal hier, hat mir ja diese, zeigen wir es einfach mal in groß. So, so spielt er mir das Sample quasi ab. So. Ja, das war's eigentlich schon wieder. Das heißt, ihr solltet jetzt so einen groben Überblick über die Drum Machine bekommen haben und eben noch diese kleine Funktion mit den, dass ihr auch Instrumente da reinziehen könnt, weil ihr könnt ja auch mit Synthesizern könnt oder mit anderen VST-Instrumenten könnt ihr ja Percussion-Sounds oder welche Sounds auch immer oder Natursounds, Vögelgezwitscher, Vogelgezwitscher erstellen und die in eine Drum Machine zum Abrufen bringen.
Und eben auch, was wichtig ist, dass man weiß, okay, man kann Audioclips, das müssen jetzt keine Loops sein oder keine Beats sein, das kann auch irgendwie was anderes sein, in eine Drum Machine relativ schnell einfach reintun und abspielen oder eben die einzelnen Audioclips bearbeiten, sagen hier. Ich schneide mir das hier jetzt raus und das hier, da schneide ich was und hier schneide ich was und gehe jetzt hier in meinen Sampler und ziehe die mir hier einfach rein. Ausleistung, nee, das nicht. Eigentlich müsste ich das einfach so reinziehen können. Macht er jetzt nicht, weil er will das einfach nochmal bouncen. Und ich sag hier jetzt einfach mal, ah doch, Audio Event. Das heißt, diesen kompletten Beat, dieses Audio Event zieht er mir hier rein. So, und jetzt habe ich hier oben ein Beat. Muss den Knopf finden. Da ist er. Das heißt, das habe ich mir ausgeschnitten. Und vielleicht nochmal, machen wir das einfach nochmal, weil es vielleicht ein bisschen schnell ging. Ich habe hier was ausgeschnitten, ein Audio-Event, also ein Teil eines Clips. Ziehe mir das hier rein. Und muss dann Slice Add Audio Event, also das, was ich geschnitten habe. Nein, ich könnte jetzt auch sagen, hier mach mir jeden Takt. Oder anhand von den Onsets. Das ist dann, es wird ein extra Tutorial über Audiobearbeitung oder über die Beatmarker. So, aber ich will, Entschuldigung, ich will die Audio Events haben, also das, was ich geschnitten habe. Wieder diese Limitierung und unten sagt er mir, okay, das wird ein Slice kreieren. Und dann habe ich meine entsprechende Slice, was ich da weggeschnitten habe. So, das hinterhergereicht, war es jetzt aber doch dann wirklich. Und ja, wie gesagt, ich wünsche mir, dass ihr da was mitgenommen habt. Hinterlasst mir Kommentare, ich würde mich über Feedback freuen, ob es euch gefallen hat, ob ihr noch ein paar Sachen mehr wissen wollt. Ich habe schon teilweise Rückmeldungen bekommen von Leuten, die sich was wünschen. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, das steht bei mir auf dem Zettel. Und ist in der Mache, braucht halt immer so ein bisschen, bis ich so ein Thema vorbereitet habe. Ich will da jetzt auch nicht unbedingt Blödsinn erzählen. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao.